Eure Lordschaft, meine hohen Herren Richter, der Fall des Angeklagten Martin Bormann, den zu verteidigen, mir von dem Hohen Gericht aufgegeben ist, ist ein ungewöhnlicher. Der Angeklagte lebte, als das Nationalsozialistische Reich noch glänzte. Er blieb in diesem Prozess schattenhaft und weilt aller Wahrscheinlichkeit nach auch jetzt unter den Schatten, wie in der Antike die Toten genannt worden sind. Er ist der einzige der Angeklagten, der nicht anwesend ist, gegen den der § 12 des Statutes angewandt wird. Es ist, als hätte die Geschichte die Kontinuität des Genii Loci wahren und gerade in Nürnberg das Problem erörtert sehen wollen, ob und inwieweit die höchste Wahrscheinlichkeit dafür, dass ein Angeklagter um das Leben gekommen ist, einem Verfahren in Condumatiam gegen einen solchen Mann im Wege steht. Es ist nämlich in Nürnberg aus dem Mittelalter bis auf unsere Zeit ein Sprichwort herübergekommen, das dahin lautet, es würden die Nürnberger niemanden hängen, sie hätten ihn denn zuvor. Es ist also schon damals, in alter Zeit, gerade in Nürnberg die Frage, wie gegen einen Abwesenden ein Strafverfahren durchgeführt werden kann, in ausgezeichneter Weise besprochen worden. Dr. Berghold, it appears to the tribunal that you are now about to argue, first of all, that the tribunal has no right to try the defendant Bormann in his absence, and secondly, that if it has the right, it is not advisable. Both those points were considered on the 17th of November, 1945, and were decided on the 22nd of November, 1945, after you had been appointed, and both were decided in favor of trying Bormann in his absence. That is to say, that the tribunal had the power under Article 12 of the Charter, and that it was in the interests of justice, in the circumstances, to conduct the hearing in his absence. Ja, mein hohes Gericht, das ist richtig. Diese Entscheidung ist mir auch bekannt. Ich möchte hier nur vortragen, ob nicht im Laufe der Verhandlung sich Gesichtspunkte gegeben haben, dass das Hohe Gericht diesen Beschluss abändert. Denn ich nehme an, dass die Beschlüsse des Hohen Gerichtes vom Gericht selbst einer Revision unterzogen werden können. Und deshalb gebe ich diese Erörterung, um aufzuzeigen, dass das Verfahren hier Gesichtspunkte erbracht hat, die diese Frage einer Überprüfung würdig erweisen. But, Dr. Berghold, surely this is an inappropriate moment at which to advance this argument, when we have already conducted the trial of Bormann. We have given you, over a long period, the opportunity... Since the 19th of November, when he was appointed. Are you not hearing what I say? Ich habe den letzten Satz nicht ganz genau verstanden. I said that, to make such an application now is far too late. You have had all these months since November, in which you could have made any such application for reconsideration of the decision of the tribunal, but instead of making it, you have proceeded with the defense of the defendant Bormann. Well, possibly you've got the disc of your... Will you look at the disc and see whether it's all right? Would you mind? Tell him to look at the disc. Die Übersetzung ist schlecht. Nein, ich höre schon. Ich höre, mein hohes Gericht, nur die Übersetzung Ihrer Ausführungen in das Deutsche ist nicht klar genug. Well, I will speak more slowly. What I said was that if you wished the tribunal to reconsider a decision of the 22nd of November, 1945,
You should have made an application earlier. Instead of that, you went on to appear as the representative of Bormann. And the tribunal has heard the case against Bormann. And therefore they are not prepared to listen to this argument for the reconsideration of their decision now. If you think it in the interests of your client, the tribunal has no objection to this document, these pages of your speech being filed. But the tribunal does not propose to reconsider its decision. Herr Präsident, es hat sich ein Beweisstück erst mir am Schlüssel meiner Beweisführung ergeben, nämlich die Aussage des Zeugen Kempka. Diese Aussage des Zeugen Kempka hat meines Erachtens die Wahrscheinlichkeit des Todes Bormanns so evident gemacht, dass von diesem Gesichtspunkt aus erst die Frage einer Neuprüfung überzogen werden kann. Das war, als der Zeuge Kempka vernommen worden ist am Schluss der Beweisabnahme. Ich habe angenommen, dass ich meine Argumente dann erst... Begins at page 10, this point is covered. Yes. All I was saying was that from page 1 to page 10, the tribunal will not hear that read. The question of whether Bormann is dead or not is a question upon which you deal with which you deal later in your argument, and the tribunal will hear you upon that. But from 1 to 10 does not deal with the death of the defendant. If he begins on page 10, gentlemen of the High Tribunal. If you begin at page 10, the words, I cannot. I think it's the second paragraph. The last paragraph. On page 10. Hohes Gericht, ich muss mich dieser Entschließung fügen. Hohes Gericht, ich kann und will das Statut nicht kritisieren. Ich wollte hier nur durch meine Rechtsausführungen, die Sie mir nun hier nicht vortragen haben lassen, die Tatsache feststellen, dass das Statut ein Novum geschaffen hat. Und zwar ein Novum dahin, dass in einem Verfahren gegen eine Abwesenheit eine endgültige Entscheidung gefällt wird, ohne dass bei einem Wiederauftauchen des Angeklagten eine Neuüberprüfung des Falles stattfinden kann. Ich bin der bescheidenen Meinung, dass angesichts dieses ganz besonderen Novums in der Rechtsgeschichte aller Zeiten und Staaten das Hohe Gericht in der jetzigen Lage des Prozesses prüfen sollte, ob es angesichts des Beweises, dass der Fall Kempka gebracht hat, von dem ihm verliehenen Recht des Paragraphen 12 weiter Gebrauch machen will. Es sollte meines Erachtens, weil eine Überprüfung des Urteils nicht mehr möglich ist, das Verfahren nur durchgeführt werden, wenn in entsprechender Anwendung der schönen und klaren Grundsätze des russischen Rechtes erstens erwiesen ist, dass der Angeklagte Martin Bormann sich absichtlich, willentlich dem Gericht entzieht und zweitens, dass der Sachverhalt in jeder Richtung keinem Zweifel unterliegt. Da das Statut eine nähere Festlegung, wann und unter welchen Voraussetzungen das Gericht von seinem Recht Gebrauch machen soll, nicht getroffen hat, muss das Gericht selbst rechtsschöpferisch tätig werden. Die Verantwortung des Hohen Gerichts ist wegen der Unanfechtbarkeit des Urteils in diesem besonderen Fall eine sehr hohe. Meine Ansicht, dass das Urteil endgültig ist, ist ja auch die Meinung des Hohen Gerichtes selbst, da in der öffentlichen Ladung des Angeklagten Bormann im letzten Satz ausdrücklich darauf verwiesen wird, dass das Urteil für den Fall, dass der Angeklagte als schuldig befunden wird, ohne weitere Verhandlung an ihm vollstreckt werden wird, nachdem er gefunden ist. Es ist meines Erachtens nun in keiner Weise erwiesen, dass der Angeklagte sich absichtlich dem Verfahren fernhält. Durch die Vernehmung des Zeugen Kempka ist nach meiner Ansicht sogar mit höchster Wahrscheinlichkeit geklärt, dass der Angeklagte Bormann tot ist. Der Zeuge Kempka hat bekundet, dass er in der Nacht vom 1. zum 2. Mai 1945 zusammen mit dem Staatssekretär Naumann
als dem ersten, dem Angeklagten Bormann als dem zweiten, dem Standartenführer Dr. Stumpfegger als dem dritten und ihm als dem vierten Mann in dieser Reihenfolge versucht hat, auf der linken Seite eines vorgehenden Panzers durch die russische Gefechtslinie zu fliehen. Dabei ist der angeklagte Bormann dicht neben dem Panzer in dessen Mitte vorgegangen, sodass der Zeuge den Eindruck hatte, Bormann habe sich mit der Hand am Panzer festgehalten. Diese Handlung ist dem Zeugen zudem erforderlich erschienen, um mit dem rollenden Panzer Schritt halten zu können. Dieser Panzer ist schon nach 30 bis 40 Metern, als die deutsche Panzersperre durchfahren war, vermutlich infolge eines Treffers durch eine Panzerfaust in die Luft geflogen. Der Zeuge hat außer allem Zweifel beobachtet, dass gerade dort, wo Bormann unmittelbar neben dem Panzer hergegangen ist, eine Stichflamme aus dem explodierenden Panzer hervorgeschlagen und dass in dieser Flamme Bormann ebenso wie der nahe vor ihm gehende Staatssekretär Naumann zusammengebrochen ist. Bormann ist also im Zentrum der Explosion gewesen, die so stark gewirkt hat, dass der Zeuge überzeugt ist, Bormann müsse bei dieser Gelegenheit unzweifelhaft den Tod erlitten haben. Es kann nicht gesagt werden, es müsse aus der Tatsache, dass der Zeuge der Gewalt der Explosion entronnen ist, geschlossen werden, auch Bormann könne mit dem Leben davongekommen sein. Es muss beachtet werden, dass Kemka links hinter dem Panzer hergelaufen und daher von der eigentlichen Explosion etwa 4 Meter entfernt gewesen ist. Weiter will bedacht sein, dass er einen zusätzlichen Schutz dadurch gehabt hat, dass vor ihm noch Dr. Stumpfegger gelaufen ist, dessen Körper bei der Explosion auf ihn geschleudert worden ist und wie eine Deckung gewirkt hat. Kemka hat bezeugt, dass Bormann mit der Uniform und den Rangabzeichen eines SS-Obergruppenführers begleitet gewesen war. Selbst wenn Bormann nicht bei dieser Gelegenheit getötet worden wäre, wäre er wohl mit Sicherheit so erheblich verletzt worden, dass ihm die Flucht nicht mehr möglich gewesen wäre. Er wäre aber dann unbedingt in die Hände der Truppen der USSR gefallen, die nach dem Affidavit der Zeuge Krüger der Reichskanzlei schon ganz nahe waren und sie wegen der Flucht der Besatzung am 2. Mai 1945 schon besetzt haben. Die USSR aber hätte Bormann selbstverständlich bei der Loyalität, mit der sie an diesem Verfahren teilnimmt, dem Hohen Gericht zur Verantwortung überstellt. Da es nur 2 Möglichkeiten gibt, wenigstens nach meiner Beurteilung, von denen die erste, nämlich die, dass Bormann verwundet in die Hände der USSR gefallen ist, erwiesenermaßen nicht eingetreten ist, so kann nur die 2. Möglichkeit sich ereignet haben, dass nämlich Bormann um das Leben gekommen ist. Ich bin daher der Meinung, dass ich mit genügender Wahrscheinlichkeit dargetan habe, dass Bormann tot ist. Es sollte meiner Ansicht nach nicht erlaubt sein, davon zu sprechen, dass bis zur völlig exakten Feststellung des Todes eine Lebensvermutung gilt, die ich, der Verteidiger, zu widerlegen hätte. Eine gesetzliche Lebensvermutung hat es in allen Staaten des Erdkreises nur auf dem Gebiete des Privatrechts und nur für die Regelung erbrechtlicher oder ehegüterrechtlicher Verhältnisse gegeben. Doch war eine gesetzliche Lebensvermutung nur sehr selten festgelegt, so zum Beispiel bestrittenerweise im Gemeinrecht und im preußischen Landrecht. Der Code Civil kennt überhaupt keine Lebensvermutung, sondern lässt nur eine Verschollenheitserklärung zu. Das Common Law hat weder das Institut der Todeserklärung noch das einer besonderen Lebensvermutung. Das russische Recht ermöglicht schon nach kurzer Zeit eine Verschollenheitserklärung, der eine Todeserklärung nachfolgen kann. Aber auch in diesen Bestimmungen kann eine Lebensvermutung nicht gefunden werden. Wie dem aber auch immer auf dem Gebiet des Privatrechts sei, jedenfalls steht fest,
dass für das Gebiet des Strafrechtes bei keinem Staat und bei keinem Gesetz eine Lebensvermutung besteht. Gibt es aber für das Strafrecht eine solche Lebensvermutung nicht, so obliegt es mir auch nicht, eine solche Lebensvermutung zu widerlegen. Es muss dann genügen, dass durch die Verteidigung solche Umstände erwiesen werden, aus denen in vernünftiger Würdigung der gewöhnlichen Lebensabläufe, wie ich es bereits vorgetragen habe, geschlossen werden kann, dass ein Angeklagter verstorben ist. Ich bin also zuvörderst der Meinung, dass der Tod des Angeklagten Bormann mit genügender Wahrscheinlichkeit dargetan ist, mit einer so hohen Wahrscheinlichkeit, dass demnach das Verfahren überhaupt für immer eingestellt werden müsste, da auch das Statut ein Verfahren gegen Verstorbene nicht kennt. Es hätte sonst die Staatsanwaltschaft, gäbe es bei dem Ableben eines Täters noch ein Verfahren, logischer und vernünftigerweise die wirklichen Häupter des Nationalsozialismus unter die Anklage stellen müssen. Aber abgesehen von alledem ist meines Erachtens auf keinen Fall bewiesen, dass der Angeklagte Martin Bormann sich absichtlich dem Gericht entzieht, solange die Möglichkeit besteht, dass der Angeklagte tot ist. Es ist richtig, dass das Statut eine solche Voraussetzung für das Verfahren gegen einen nicht auffindbaren Angeklagten nicht kennt. Allein das Statut ist in dieser Hinsicht sehr wortkarg und ich habe schon ausgeführt, dass das Hohe Gericht nach meiner Überzeugung, nach der Vernehmung des Zeugen Kempker, es noch einmal ernsthaft prüfen sollte, ob es in diesem besonderen Fall des Angeklagten Bormann sein Recht ausüben solle. Es dünkt mich, die Endgültigkeit des Urteils bedenken, billig und gerecht, in dem Falle Bormann immerhin den allgemeinen Rechtsgrundsatz der zivilisierten Staaten, wonach dem Angeklagten, wenn auch erst nach seinem Ergreifen, das Gehör gesichert werden soll, zu beachten und es durch Aussetzung, jetzige Aussetzung des Verfahrens zu vermeiden, vollendete Tatsachen zu schaffen, solange es noch möglich ist, dass das Fernbleiben Bormanns entschuldigt werden kann. Ich darf dabei darauf verweisen, dass § 12 des Statutes, zweiter Satzteil, das Hohe Gericht ausdrücklich auf das Interesse der Gerechtigkeit verweist, dass es bei der Prüfung der Frage beachten solle, ob es in einem anderen Fall als dem der Unauffindbarkeit des Angeklagten in Abwesenheit des Betroffenen verhandeln wolle. Diese Interessen der Gerechtigkeit sind aber keine einseitigen, sind nicht nur gegen den Angeklagten gerichtet. Die wahre Gerechtigkeit ist immer eine allseitige. Sie erfordert in allen Rechten der Welt, dass vor ihnen auch die Interessen des Angeklagten gewahrt werden, soweit dies möglich ist. Das Hohe Gericht hat bereits im Falle der Erkrankung des Angeklagten Krupp seine Befugnis schon wahrgenommen, das Verfahren gegen einen Abwesenden nicht durchzuführen. Auch wenn dieser Fall mit dem des Angeklagten Bormann nicht ohne weiteres zu vergleichen ist, so sollte diese Entscheidung auch hier gewürdigt werden. Gerade weil bei der Besonderheit des Falles und angesichts der Aussage des Zeugen Kempker auf keinen Fall als erwiesen gelten kann, dass der Angeklagte Bormann sich absichtlich dem Gericht fernhält, weil, wie auch immer die Sache beurteilt wird, die Möglichkeit nicht unbeachtet bleiben kann, dass der Angeklagte, selbst wenn er gerettet und nicht in die Hände der Alliierten gefallen wäre, so schwer für immer verletzt worden sein kann, dass er weder physisch noch psychisch imstande ist, sich dem Gericht zu stellen. Gerade deshalb sollte das Hohe Gericht nach meiner sorgfältigen Erwägung im Interesse einer echten Gerechtigkeit das Verfahren gegen den Angeklagten Bormann jetzt noch aussetzen. Ein solcher Beschluss ist aber auch noch nach dem zweiten Grundsatz gerechtfertigt, den das russische Recht formuliert hat, dass nämlich ein Verfahren in der Regel nur zugelassen werden soll, wenn der Sachverhalt keinem Zweifel mehr unterliegt. Der Angeklagte Bormann ist abwesend. Er hat sich nicht selbst gegen die ihm gemachten Vorwürfe verteidigen können. Er hat mir keinerlei Aufschlüsse vermitteln können. Und ich habe keine Zeugen finden können, die genügende Sachkenntnisse besessen hätten und imstande gewesen wären, mir bezüglich der erhobenen Anklagen die Entlastungsbeweise aufzuschließen. Die Gestalt Bormanns und seine Tätigkeit sind auch in diesem langen Verfahren nach wie vor in dem Dunkel geblieben, in dem der Angeklagte sich aus Charakterveranlagung schon bei Lebzeiten gehalten hat. Die Beschuldigungen, die viele Mitangeklagte, vielleicht aus ganz besonderen Gründen,
und offensichtlich zu ihrer eigenen besseren Verteidigung und Entlastung gegen ihn erhoben haben, können billigerweise einem Gerichtsurteil nicht zugrunde gelegt werden. Schon die Staatsanwaltschaft hat durch ihre Vertreter des Öfteren ausgesprochen, dass die Angeklagten sich bestreben würden, die Hauptlast der Taten, die der Beurteilung durch das Hohe Gericht unterstehen, auf tote oder abwesende Männer zu wälzen. Manche meiner Kollegen sind bei ihren Verteidigungsansprachen dieser Taktik der Angeklagten gefolgt. Vielleicht ist dies alles zu Recht geschehen. Ich kann es nicht beurteilen. Steht mir die Befugnis zu einem Urteil auch nicht zu. Niemand aber weiß, was der Angeklagte Bormann diesen Männern hätte erwidern können, wenn er anwesend gewesen wäre. Er hätte vielleicht dartun können, dass seine gesamte Tätigkeit für die Geschehnisse, die die Anklage behandelt, nicht verursachend gewesen ist. Dass er auch den Einfluss nicht besessen hat, der ihm als dem Sekretär des Führers und der Partei angedichtet wird. Es ist eine in aller Welt bekannte Erfahrung, dass Sekretären und Leitern von Zentralkanzleien, ähnlich wie den fürstlichen Kammerdienern des Absolutismus, immer ein erheblicher Einfluss auf ihre Vorgesetzten und Herren zugeschrieben wurde, weil eben nach der Natur der Sache durch die Hände eines solchen Sekretärs alles laufen muss, was nur büromäßig erledigt werden kann. Was aber kann in einem modernen Staat sich dem Moloche des Bürokratismus entziehen? Das von der Anklagebehörde unterbreitete Dokumentenbuch und der Trialbrief enthalten in keinem Fall den schlüssigen Nachweis darüber, ob Bormann von sich aus bei den inkriminierten Ereignissen und Maßnahmen einen hervorragenden und wirksamen Einfluss auf die Handlungen und Geschäfte des Dritten Reiches, der NSDAP oder gar Hitlers genommen hat und welche Stärke dieser Einfluss etwa gewonnen hat. In dem Erläuterungserlass Bormanns, abgedruckt in den zweiten Band der amtlichen Sammlung Verfügungen, Anordnungen und Bekanntgaben der Parteikanzlei, Seite 228, vorgelegt als Bormann Exhibit Nummer 11 in meinem Dokumentenbuch, wird geklärt, dass die Parteikanzlei eine Dienststelle Hitlers gewesen ist, deren er sich zur Führung der NSDAP bedient hat. Es ist ausdrücklich hervorgehoben, dass Hitler seit dem 12. Mai 1941 die Leitung der Partei vollständig und ausschließlich wieder selbst übernommen hat. Der Leiter der Parteikanzlei, zu dieser Zeit Bormann, war beauftragt gewesen, Hitler ständig über die jeweilige Lage der Parteiarbeit zu unterrichten und ihm alle für die Entscheidung in Parteiangelegenheiten wichtigen Umstände zur Kenntnis zu bringen. Und zwar sollte dies nach Hitlers grundsätzlichen Weisungen geschehen, deren Festlegung, insbesondere bezüglich der politischen Linien, das Parteioberhaupt sich selbst vorbehalten hatte. Damit ist angeordnet, dass die Parteikanzlei für die innenpolitische Linie der Reichsführung die Zentralkanzlei gewesen ist, durch die alle Anregungen und Informationen von unten her an Hitler und durch die alle Anordnungen und Weisungen von Hitler her nach unten hin gelaufen sind. Es ist richtig. We'll adjourn now. Hello, sound recording. Hello. Hello, sound recording. That's all. Take a break. Keine besonderen Fähigkeiten besitzt. Die langen Monate der Verhandlungen in diesem Saale haben gezeigt, welche der beiden Alternativen die wahrscheinlichere ist. Dass nach unten hin auch bei der zweiten Alternative der Leiter der Kanzlei als einflussreich erscheint, weil eben alles durch seine Hand geht, weil jeder Tadel für die Untergebenen diese Stelle passiert und weil dort zur Berichterstattung alle Fehler erscheinen müssen, die draußen im Lande bei den anderen Mitarbeitern aufgetreten sind. Diese Mitarbeiter und Untergebenen, wie hoch sie auch immer im Range gestanden haben mögen, die zum Teil sogar den Leiter der Parteikanzlei gefürchtet haben mögen, vielleicht aus Gründen, die nur in ihrer Person und in ihren Missgriffen gelegen haben, diese Menschen sind nicht geeignet, uns darüber aufzuklären, welche der beiden aufgezeigten Alternativen die richtige ist. Solange nicht Bormann selbst erscheint und gehört werden kann,
ist daher die wahre Rolle Bormanns immer vom Zwielicht umwittert. Niemand, auch das Hohe Gericht nicht, wird ein sicheres Urteil fällen können. Der Gesamtsachverhalt bleibt zweifelhaft. Er bleibt aber auch in allen Einzelfällen zweifelhaft. Ich will dies hier nur an einigen wenigen Beispielen erörtern. Mein geschätzter Mitverteidiger, Herr Dr. Thoma, hat darüber Ausführungen gemacht, dass Bormann den Angeklagten Rosenberg gehindert habe, seine Politik zu verfolgen. Er hat sich dafür auf das Memorandum Dr. Mark Kultz, vorgelegt als R36, bezogen. Dieses Schreiben aber ist nichts als eine Glosse über ein unbekanntes, nicht vorliegendes Bormann-Schreiben. Markull erklärt expressis verbis, dass er die Formulierung Bormanns in die Sprache eines einfachen Angehörigen der deutschen Zivilverwaltung übersetze und sie zugespitzt darstelle. Nur Bormann könnte daher in diesem Falle uns aufklären, ob er sein Schreiben überhaupt so verstanden haben wollte, ob nicht Markull Sinn und Geist des Bormannschen Schreibens verdreht hat. Und nur Bormann könnte uns Aufschluss darüber geben, ob nicht dieses Schreiben, wie fast alle Bormann-Dokumente, die unterbreitet worden sind, lediglich die Äußerungen eines anderen Reichsleiters oder Hitlers weitergegeben hat. So erscheint also gerade auch dieser Fall völlig zweifelhaft. Eine Aufklärung wird kaum zu erwarten sein. Ferner muss darauf hingewiesen werden, dass fast alle Dokumente, die die Anklagebehörde in ihr Dokumentenbuch aufgenommen hat, in der Regel reine Wiedergaben und Veröffentlichungen eines Hitlererlasses oder einer Hitleranordnung darstellen. Bormann hat diese Anordnungen an die untergeleiteten Stellen mit Begleitschreiben weitergeleitet, damit diese Stellen als Betroffene davon Kenntnis nehmen konnten. Dies ist eine Tätigkeit, die büromäßig auch in der schlimmsten Tyrannei, in der verwerflichsten Willkürherrschaft vollzogen werden muss. Um wie viel mehr in einem modernen Staatsgebilde, das auch das Nationalsozialistische Reich gewesen ist. Irgendein Mann muss alle Anordnungen und Befehle an die untergebenen Stellen weiterleiten. Das ist eine ausschließlich formale Tätigkeit. Sie könnte ebenso gut von einem schlichten Kanzleidiener wie von einem glänzenden Reichsleiter vollzogen werden. Aus der büromäßigen Weitergabe solcher Anordnungen, ich nenne als Beispiele die Dokumente 069 PS, 1950 PS, 656 PS, 058 PS, 205 PS, ja, selbst das berüchtigte Dokument 057 PS kann nur als die Weiterleitung einer hitlerischen Weisung und Auslassung erkannt werden. Aus einer solchen Art von Weitergabe kann niemand den Schluss ziehen, dass der Weiterleitenden einen Einfluss auf die Erlasse, Befehle und Entscheidungen gehabt hat. Es ist möglich, aber es ist nicht mit Sicherheit erwiesen. Diese Frage des Einflusses müsste aber vor einem Urteil völlig geklärt sein. Denn selbst wenn in der kanzleimäßigen Weitergabe eines Befehls eine Schuld gefunden werden könnte, wobei man dann schließlich zur Verurteilung selbst der Frauen käme, die solche Befehle mit der Schreibmaschine geschrieben habe, so wäre vor dem Spruch der Gerechtigkeit bei solcher Aktenerledigung von Befehlen die Höhe und Schwere der Strafe sehr verschieden von der zu beurteilen, die den Mann treffen müsste, der solche Befehle und Entscheidungen als maßgebender mit verursacht und durch seinen Einfluss und Rat bei dem Staatsoberhaupt herbeigeführt hat. All dies ist bei Bormann nicht geklärt, ist und bleibt zweifelhaft. Das leere Wort der Mitangeklagten, deren Motive nie völlig enthüllt werden können, das Wort von einem großen, ja sogar diabolischen Einfluss Bormanns, ist kein Beweis. Wieder andere Dokumente des Anklagebuches erweisen nur, dass Bormann entsprechend der Verordnung vom 29. Mai 1941, 2099 PS, und der Verordnung vom 24. Januar 1942, 2100 PS, den Schriftverkehr zwischen den einzelnen Reichsleitern vermittelt und deren Wünsche und Anregungen weitergeleitet hat. Ich bezeichne als Beispiel die Dokumente 056 PS, 072 PS, 061 PS,
205 PS, 656 PS. Niemand kann aus dieser Vermittlertätigkeit, die büromäßig notwendig war, mit Sicherheit auf die Größe und die wahre Natur eines Einflusses Bormanns schließen. Weitere Dokumente zeigen, dass Bormann sehr häufig als bloßer Stenograf gedient hat, indem er bei Besprechungen Hitlers mit einigen der Angeklagten die erforderlichen Aufzeichnungen gemacht hat. Dies erweist das Dokument L221 über die Ostraumannexion und das russische Dokument USSR 172. Solche Dokumente klären jedenfalls nicht, ob und in welcher Weise Bormann bei solchen Sitzungen die Politik und die Maßnahmen des Dritten Reiches beeinflusst hat. Ein Stenograf ist nach aller Regel ohne jeden Einfluss. Er übt nur eine automatische Tätigkeit aus. Ich möchte hier nicht missverstanden werden. Es liegt mir ferne, abzustreiten, dass Bormann eine größere Stellung innerhalb der Führung des Dritten Reiches besessen hat. Es ist aber keine Klarheit in diesem Verfahren darüber gewonnen worden, welches wirkliche Gewicht Bormann in die Waagschale zu werfen hatte oder wie weit seine Bedeutung von dem bösen Gewissen Dritter vergrößert und vergröbert worden ist. Und endlich, worin eigentlich sein Einfluss bestanden hat. Erklärungen der übrigen Angeklagten, die zu ihrer eigenen Verteidigung gemacht worden sind, sind keine anerkennenswerten Beweismittel. Das Dokumentenbuch der Staatsanwaltschaft enthält jedoch fast nur Dokumente, wie ich sie eben erst näher beleuchtet habe. Mit aller Exaktheit hat Bormann immer nur das getan, was eben in Deutschland als Gesetz gültig gewesen ist. Das ergeben die von mir vorgelegten Dokumente, zum Beispiel Bormann Exhibit Nummer 2, Nummer 3, Nummer 5, Nummer 7, in denen er mehrfach Parteidienststellen darauf hingewiesen hat, dass irgendwelches illegale Vorgehen gegen Juden nicht erlaubt sei. Es ist kennzeichnend für den Fall Bormann, dass ihm selbst Maßnahmen gegen die Juden nicht nachgewiesen sind. Immer nur hat er solche Anordnungen weitergegeben, zur Kenntnis gebracht oder sonst veröffentlicht, wie dies durch die Gesetze vorgeschrieben war und wie sich dies aus seiner Stellung als Parteisekretär büromäßig ergeben hatte. Selbst die große Besprechung vom 12.11.38, die unter dem Vorsitz Herrn Göring stattgefunden hat und aus der eine Reihe von Gesetzen gegen Juden hervorgegangen ist, ist mit Bormanns Person nur so weit verknüpft, dass eben Bormann an Herrn Göring die hitlerische Anordnung zur Abhaltung einer solchen Besprechung weitergegeben hat. Welchen Einfluss Bormann in diesen Fragen selbst genommen hat, ist jedenfalls überhaupt nicht geklärt. Wie aber soll ein gerechtes Gericht zu einem Urteil über die Höhe einer angemessenen Strafe kommen, wenn der Anteil, wenn die Mitwirkung eines einzelnen Angeklagten an einer Tat nicht geklärt ist? Niemand kann dann sagen, dass der Sachverhalt keinem Zweifel unterliegt. Durch das Dokumentenbuch der Anklagebehörde erscheint für die erste Überlegung am sichersten erwiesen zu sein, dass Bormann einer der eifrigsten im Kampfe gegen die christlichen Kirchen gewesen ist. Hierfür hat der Trial-Brief auch die meisten Dokumente zitiert. Es ist sicherlich richtig, dass Bormann philosophisch und haltungsmäßig ein heftiger Gegner der christlichen Lehre gewesen ist. Allein eine solche geistige Haltung ist weder eine Schuld noch gar ein Verbrechen vor der Gesamtheit der Menschheit, die so vielen verschiedenen Anschauungen über die Welt und die höheren Verknüpfungen huldigt und vielleicht noch viele erzeugen wird. In der modernen Zeit leben sehr zahlreiche überzeugte Atheisten. Auch in anderen Staaten des Erdkreises gibt es erlaubte Organisationen, die gegen die christliche Form der Weltdeutung ankämpfen. Und es hat an der Wende unseres Jahrhunderts große Vereine in vielen Ländern gegeben, die den reinen Materialismus als philosophisches System und die Verneinung seelischer Tatbestände offen auf ihr Panier geschrieben hatten. Es wird niemand deswegen dafür bestraft werden können, weil er die Lehrsätze seiner Weltanschauung Dritten beibringen und Dritte zu seinem Standpunkt bekehren möchte. Die moderne Welt kennt noch den Schauder vor der Inquisition. Bormann könnte daher nur bestraft werden, wenn ihm die Teilnahme an einer echten religiösen Verfolgung und nicht nur an einem weltanschaulichen Kampf nachgewiesen wäre. Die beiden bedeutendsten Beweisdokumente, die die Staatsanwaltschaft gegen Bormann vorgetragen hat, nämlich die Dokumente D75 und 089 PS, zeigen meiner Ansicht nach nicht, dass der Angeklagte Martin Bormann gegen die Kirchen als religiöse Institute herrschaftsmäßig etwas unternommen hat. Die Quintessenz des Dokumentes D75 findet sich in dem Satz,
es sei aus der Unvereinbarkeit nationalsozialistischer und christlicher Anschauungen zu folgern, dass eine Stärkung bestehender und jede Förderung entstehender christlicher Konfessionen von der Partei abzulehnen sei. Unerheblich ist es, aus welch heftigen Begründungen heraus Bormann zu einer solchen Schlusssentenz seines Schreibens kommt, dass die Unterlassung einer Stärkung einer philosophisch bekämpften religiösen Anschauung keine religiöse Verfolgung darstellt, braucht nicht erst erörtert zu werden. Niemand ist verpflichtet, eine religiöse Anschauung zu bestärken. Es ist nicht erlaubt, sein Augenmerk nur auf erregte Begründungen dafür, dass die Bestärkung einer Religion unterlassen werden solle, zu richten und die Schlussfolgerungen aus solcher Überlegungen außer Acht zu lassen. Dabei ist weiter wichtig, dass dieses Dokument nur in einer Kopie auf uns gekommen ist, die ein protestantischer Priester namens Eichholz sich selbst angefertigt hat. Ob daher der Inhalt der Bormannschen Ausführungen durch das Dokument völlig richtig wiedergegeben wird, ist überhaupt nicht erwiesen. In dieser Form stellt das Dokument jedenfalls keinen echten Beweis dar. Das Dokument 089 BS, das als echt anerkannt werden kann, enthält wohl eine sehr scharfe Stellungnahme Bormanns gegen die Kirchen. Es endet aber, und das allein dürfte das Urteil prüfen, damit, dass es ausspricht, es dürfe keinem nationalsozialistischen Lehrer die Erteilung des christlichen Religionsunterrichts zum Vorwurf gemacht. Und es müsse sogar in einem solchen Falle die Bibel im unverfälschten Text verwendet werden. Jede Umdeutung, Auslegung oder Auseinandertrennung des Textes der Bibel sei zu unterlassen. Bormann stellt sich also trotz seines vorhergegangenen philosophischen Angriffs auf die Kirche damit auf den gesetzlichen Standpunkt, dass die christliche Lehre unbehindert verbreitet werden dürfe. Könnte einem so starken Gegner einer Lehre eine loyalere Haltung zugemutet werden? Auch die übrigen Beweisdokumente offenbaren keine wirklichen Verfolgungsmaßnahmen. Dass Bormann die Aufnahme von Priestern oder von Mitgliedern gewisser religiöser Vereine in die Partei auf einen Befehl Hitlers hin untersagt hat, dass er auf Befehl Hitlers es verboten hat, Priester in leitende Stellungen in der Partei zum Zwecke der Verhütung von Zwistigkeiten zu berufen, ist keine Religionsverfolgung. Dass er dem Kriege verlangt hat, die Kirche müsse die gleichen geltlichen Opfer bringen wie die übrigen staatlichen Institutionen, stellt keine verbrecherische Maßnahme aus religiösen Gründen dar. Dass er im Rahmen der Schließung vieler weltlicher Lehrinstitute, die erfolgen sollte, um die Menschenreserve der Nation besser auszunutzen, auch die Schließung kirchlicher Institute betrieben hat, dass er im Rahmen der Beschränkung der Auflageziffern und des Seitenumfanges weltlicher Zeitschriften auch kirchliche Zeitschriften beschränkt sehen wollte, fällt nicht unter § 6c des Statutes. Es ist richtig, dass er sich hier unter anderem auch von seiner antikirchlichen Einstellung hat leiden lassen. Wenn aber auch sonst in Deutschland gegen andere Institutionen und andere Zeitschriften die gleichen Maßnahmen ergriffen worden sind, Maßnahmen, die als Kriegsmaßnahmen nur vorübergehend sein sollten, so kann im eigentlichen Sinne von einer religiösen Verfolgung nicht die Rede sein. Dass Bormann die Verfolgung von Priestern auch nur mit veranlasst hätte, ist überhaupt nicht vorgetragen und erwiesen worden. Alle Dokumente ergeben, dass Bormann sich immer an die Bestimmungen, die rechtswirksam waren, gehalten hat, sodass sicherlich er, der so eifrig auf die Einhaltung hitlerischer Befehle bedacht war, den Stopperlass Hitlers auf das Bestimmteste beachtet hat, der zu Anfang des Krieges angeordnet hatte, dass alle Maßnahmen gegen die Kirchen einzustellen seien. Es kann also abschließend gesagt werden, dass auch auf diesem Gebiete trotz der vielen vorgelegten Dokumente eine wirkliche Klarheit nicht gewonnen werden konnte. Dokumente allein sind nicht ausreichend, den Sachverhalt jedem Zweifel zu entziehen. Insbesondere in Bezug auf die Bedeutung und das Schwergewicht der Bormannschen Beteiligung an kirchenverfolgerischen Maßnahmen erscheint die persönliche Verantwortung Bormanns als notwendig. So bleibt auch dieser Tatbestand in ein gewisses Dunkel gehüllt. Die Grundlage für eine gerechte Beurteilung der Strafhöhe kann nicht gewonnen werden. Ich will die Zeit des Hohen Gerichtes nicht mit der Aufweisung von weiteren Einzelheiten in Anspruch nehmen. Ich glaube, die Hinweise, die ich jetzt gegeben hatte, sind genügend, um zu beleuchten, dass selbst die von der Staatsanwaltschaft vorgelegten Dokumente jedenfalls nur das eine mit Sicherheit beweisen, dass Bormann, wie das Gesetz es befahl, als Leiter der Parteikanzlei in den büromäßigen
sekretärmäßigen Verkehr zwischen der Spitze des Reiches und den untergeordneten Stellen und in den Verkehr zwischen diesen untergeordneten Stellen eingeschaltet war. Alles andere sind Vermutungen, die nicht völlig klar erwiesen sind, jedenfalls nicht mit der Zweifellosigkeit, die der Gerechtigkeit erforderlich erscheinen muss, um ein Urteil in Abwesenheit und ohne Anhören des Angeklagten auch der Höhe der Strafe nach fällen zu können. Um die Gestalt Bormanns, sein Wirken und sein Fortleben hat sich leider schon die Legende gesponnen. Legenden aber sind für den nüchternen Blick des Juristen keine vollgültigen Grundlagen für ein sicheres, zweifelfreies Urteil. Angesichts des vom Statut in der Rechtsgeschichte aller Zeiten Völker geschaffenen Novums, über einen abwesenden Angeklagten ein endgültiges und irrevisibles Urteil fällen zu lassen, bitte ich daher das Hohe Gericht, jetzt noch einmal sein Recht, ein solches Verfahren durchzuführen, unter Beachtung der bisherigen Rechtsanschauung wahrzunehmen und insbesondere die Prüfung, bei der Prüfung die Voraussetzungen zu erwägen, die das russische Recht in einer so besonders exakten Weise ausgedrückt hat. Ich beantrage daher ausdrücklich, das Hohe Gericht möge beschließen, entweder das Verfahren gegen Bormann wegen erwiesenen Todes einzustellen oder das Verfahren gegen den angeklagten Bormann bis zur Ermöglichung seiner persönlichen Einvernahme und seines persönlichen Rechtfertigen abzusetzen, um von der Ausübung des Rechtes nach § 12 abzusehen.